So, willkommen zu Detroit Human. Ich vermute mal, das wird jetzt hier der letzte Akt sein, den wir jetzt noch spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wird wohl so laufen, vermute ich mal, dass wir langsam dem Ende nahe sind. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, dass die Story, also das ganze Spiel hat bei mir echt Eindruck hinterlassen und das war schon ziemlich emotional, die ganze Reihe, das ganze Spiel. Also ich hoffe, die bringen davon nochmal einen zweiten Teil raus. Ja, dann schauen wir mal, ob es jetzt noch ein Finale gibt oder wie das Ganze endet. Also ab jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll, wie es weitergeht. Na, lassen wir uns mal überraschen. Oh cool, dass das der alte Mann, der so in Ordnung war, geht zu Karl. Ja, der war doch echt cool. Wie kommt's? Ist das seine Art Frieden, die er jetzt gemacht hat? Wohl der Marcus wird ja wohl oben sein, ne? So hat es ja auch angefangen, dass wir, nee, angefangen hat es auf dem Hochhaus, genau. Aber die Szene kommt mir so ähnlich bekannt vor hier, als wir Marcus geweckt haben. Nee, als Marcus Karl geweckt hat, genau. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Okay, hoffen wir es mal. Karl. Nein. Marcus. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich bin völlig ratlos, Karl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten. Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Oh, das sind aber harte Worte. Aber mit der es von, dass die Angst regiert. Na, das stimmt natürlich. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Ist ja auch nicht leicht zu beantworten. Akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Das finde ich immer Wenn schön. Die Welt in Dunkelheit versinkt,
werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Karl war ja auch immer gut zu Markus. Sein Sohn war ja ein Arschloch. Aber schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Jetzt gefällt mir Connor gar nicht mehr. Wenn er immer wieder ausgetauscht wird. Jetzt kann er entscheiden, ne, ob er die Bombe drückt, also an oder aus, um das alles zu beenden und den Kampf zu gewinnen. Das ist eine harte Entscheidung. Sprich mit deinen Leuten. North hat mir alles bedeutet. Sie hätte sich für mich geopfert. Du konntest nichts für sie tun. Sorgen wir dafür, dass sie nicht umsonst gestorben ist. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Ich glaube auch. Wir waren uns nicht immer einig, aber wir haben nur noch die Möglichkeit, jetzt zu kämpfen. Wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Markus. So, wem haben wir denn noch im Bunde? Ach, da hinten ist ja noch ein... Ist das eine Art Bildschirm oder so? Da habe ich das falsch gesehen. Ach nee, das ist einer von meinen Leuten noch. Gucken, was er uns zu sagen hat. Manche sind vielleicht auch unzufrieden, wie ich gehandelt habe. Wie ist unsere Lage? Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Sie haben schon 5 Lager alleine im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie organisieren unsere Zerstörung. Auch heftig. Sie bereiten einen Genozid vor. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr? Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn du Jericho nicht gesprengt hättest.
Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Krass, dass die immer noch so ein Vertrauen haben. Wir folgen dir. Was hätte ja auch sein können, dass sie sagen, wir trauen dir nicht mehr, weil deine Mission gescheitert ist. Informiere die Leute über deine Entscheidung. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Demonstration der Revolution. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Wir haben auch gar keine Möglichkeit mehr. Mir zu folgen? Und demonstrieren wäre vielleicht falsch gewesen. Es geht sogar noch weiter. Das ist ja eigentlich krass, weil ich habe gedacht so, die letzte Mission. Dann wollen Seit wir die auch nochmal spielen. Heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren. Und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Das hört sich echt heftig bitte, an. Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Okay. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Oh, der ist sicher aber sehr sichtig. Sicher. Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Okay, die reden sich jetzt die Lage ganz schön schön, ne? Muss man mal sagen. Bitte! 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 Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Oh, das ist auch eine harte Frage. Nachdem die Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militärandroiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind voll einsatzfähig und sie können für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Danke. Das wäre alles. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Alice. Wo bringen Sie uns hin? Was auch geschieht, wir halten zusammen, ja. Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Okay, es geht darum, dass Alice jetzt extreme Angst hat.
Weil die werden die beiden noch trennen, oder? Dass sie zusammenbleiben können. Ich vermute mal, dass die Geschichte nochmal traurig enden wird. Ich bin hinter dir. Gut, Joel. Schon gut. Sie geht jetzt, nicht wahr, Alice? Los jetzt, du bist dran. Okay, wollen wir mal gehorchen. Wir haben auch sonst keine andere Wahl mehr. Die halten die Kleine auf für einen Androiden, das ist ja das Problem. Deaktiviert eure Haut. Beeilung! Sie kann ihre Haut deaktivieren. Ja. Bitte, Kara, nicht. Wir müssen. Ach ja, die Kleine ist ja auch ein. Ach, das hat sich ja aufgeklärt im Spiel. Dass die Kleine kein Mensch ist, sondern auch ein Android. Stimmt ja. Hab ich ganz vergessen. Ausziehen. Wirf die Sachen in den Container. Ich habe mich nur gewundert, warum die Kleine nicht die ganze Zeit keinen Chip hatte, irgendwie. Keinen Emotionschip. Los jetzt, hier lang. Bewegung. Oh, hart. Du, bring den da zur Heide. Nein! Nein! Bitte! Ich tu's! Verlass mich nicht! Ich bin gleich wieder da. Okay, dann tragen wir ihn mal zur Halde, ne? Das ist ja. Das ist die richtige Entscheidung war. Wir sind da drüben hin. Mach schon! Eigentlich schon heftig. Vernichtet worden.
müssen Alice, glaube ich, zurücklassen. Ich weiß, dass es hart ist, aber ich denke mal, die Entscheidung war richtig. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns. Und nichts kann uns aufhalten. Heftig. Dass das so endet, das Ganze, hätte ich nie gedacht am Anfang des Spiels. Ja, finde ich schon sehr, sehr, sehr krass, muss ich sagen. Das ist eigentlich schon sehr traurig. Schwede, sind aber ganz gut dabei hier. Ach, unser Freund Connor wieder. Finde einen Beobachtungspunkt. Ich meine, was will er denn noch beobachten, wenn es jetzt schon zum Krieg kommt? Achso, er will ja von da wahrscheinlich Scharfschützengewehr den Marcus erledigen. Alles klar. Jetzt ist schon wieder Connor gegen Marcus. Ah, das ist doch für ein Arsch. Das solltest du nicht tun. Halten Sie sich raus, Lieutenant. Das geht Sie nichts an. Du willst einen Mann töten, der frei sein will. Das geht mich was an. Er ist kein Mann. Er ist eine Maschine. Das habe ich auch lange gedacht, aber ich lag falsch. Abweichler haben vielleicht anderes Blut als ich. Aber sie leben. Ich habe eine Mission zu erfüllen, Hank. Am besten halten Sie sich da raus. Abweichler sind eine Bedrohung für Menschen, Hank. Ihretwegen steht das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. Man muss sie stoppen. Wir stecken in der Scheiße, weil wir Abweichler nicht zuhören wollten. Die Menschheit lernt nie aus ihren Fehlern, Connor. Diesmal könnte es anders sein. Geh von der Brüstung weg. Ich weiß, was mit Ihrem Sohn passiert ist, Hank. Es war nicht Ihre Schuld. Ein Laster kam auf Eis ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole war gerade 6 geworden. Sei still! Rede nicht über meinen Sohn!
Was haben Sie vor, Hank? Wollen Sie mich erschießen? Ich dachte, das Leben von Androiden bedeutet Ihnen was. Geh von der scheiß Brüstung weg! Ich erschieße dich, wenn es sein muss! Oh Mann, ey, jetzt kämpfen die beiden auch noch gegeneinander. Ich habe immer Hoffnung gehabt, dass die sich irgendwann mal verstehen. Ja, die schenken sich aber beide nichts hier. Diesmal hält Connor aber eine Menge aus. Schon zweimal angeschossen. Der Moment der Wahrheit, Connor. Was wirst du jetzt tun? Hank retten. Sie zu töten gehört nicht zu meiner Mission. Aber aufhalten werden sie mich nicht. Okay, das war eine Lösung oder eine Entscheidung, die war... Ah, scheiße. Die wäre mir lieber gewesen. Oh Mann, ey. Wieder einer draufgegangen. Ich habe eigentlich gedacht, so als sie ihn gerettet hat, jetzt ist die Welt in Ordnung, aber... Waffe beschädigt. Oh Mann, Mann, die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hardplaza-Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. Heftiges Finale. Freiheit oder Tod. Angriff! Mann, 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 die hätten sich alle so gut verstehen können. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Pass auf, Marcus, unser Volk braucht dich. Ah. Hohes Risiko, gibt da einen Truppenbefehl, ja. Feuer! Gebt mir Deckung! Thank you.
sterben. Okay, er hat Angst. Versteck dich. Rühr dich nicht, bis es vorbei ist, okay? Mir natürlich Ob ist unter Beschuss, kann nichts machen. Okay. Hohes Risiko. Gebt mir Deckung! Viele blenden aber nicht über. Ah, scheiße. War ganz gut vorangekommen, muss ich sagen. Hätte ich nicht gerechnet. Wir stehen so unter Beschuss hier. Wir müssen schneller zum Lager vordringen. So ein hohes Deckungsfeuer. Feuer! Okay, nehmen wir stürmen. Ich kann auch nicht aufstehen oder so. Auf mein Signal. Mir nach! Okay, das hat ja doch noch ganz gut geklappt. Heftig. Auf Position. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht, oder? Auf mein Signal. Auf Position. Für Jericho. Ja. Das war taktisch wahrscheinlich sehr unklug. Zwei Deckungsfeuer. Bereithalten. Ist egal, ob wir anstürmen oder ein Deckungsfeuer nehmen. Hast du keine Chance. Wir müssen sofort weg von hier. Wir haben den Kampf verloren.
Heftig, heftig. Na los, rein da. Bewegung. Ja, was willst du machen, ne? Ich vermute mal, wir hätten den Krieg sonst so verloren. Oh Mann, ey. Wenn ich überlege, was das für schöne Geschichten waren. Mit Marcus und dem Karl. Bitte komm und rette mich, Kara. Die haben sich so gut verstanden. Ja, das ist jetzt alles vorbei. Stirbt quasi als Märtyrer, ne? Aber bis das alles wert war. Wir haben so oft die Entscheidung getroffen, dass wir friedlich sein wollten. Oh, jetzt kommt er auch noch um die Ecke. Connor, dich mag ich ja gar nicht mehr. Die Menschen haben gewonnen. Unser Volk wurde abgeschlachtet. Na los, bring mich um. Es ändert gar nichts. Meine Mission ist, den Anführer der Abweichler auszuschalten. Und ich erfülle immer meine Mission. Wir kämpften für einen Traum und verloren. Doch niemand kann den Lauf der Geschichte aufhalten. Eines Tages werden wir siegen. Tausende von uns sind heute gestorben. Welchen Unterschied macht einer mehr? Verschon, komm. Ja, das war echt eine gute Entscheidung, weil ich keine Lust mehr gehabt hier, dass noch irgendwer erschossen wurde. Und jetzt, okay, komm. Also egal, wer gewinnt, wer irgendwelche Aktionen macht, eine Explosion in Detroit. Wir kennen noch nicht es gibt keinen Frieden oder viele Berichte, aber die absolute Gerechtigkeit für beide Seiten. Worum es sich handelt. Explosion im Süden von Detroit. Wir wissen noch nicht, ob es Todesopfer gibt, aber diese Ereignisse stehen möglicherweise in Verbindung mit der derzeitigen Androidenrebellion in der Stadt. Eine schmutzige Bombe, Madam President. Oh mein Gott. Und die Behörden haben die sofortige Evakuierung der Stadt veranlasst. Falls es tatsächlich eine schmutzige Bombe sein sollte, wird der Strahlungslevel im Umkreis vieler Meilen tödlich Detroit. Sein. Detroit ist soeben in die Hände der Androidenrebellion gefallen. Dies ist ein Desaster. Ein noch nie dagewesenes Desaster. Heute zündeten Abweichler-Androiden eine schmutzige Bombe in Detroit. Diese Bombe setzte lebensgefährliche, hochgiftige radioaktive Abfälle frei. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, hat das Militär den Befehl, alle Zivilisten im Umkreis von 50 Meilen zu evakuieren. Die Stadt könnte für mehrere Jahrzehnte unbewohnbar sein. Dies ist das allererste Mal in unserer Geschichte, dass eine unserer Städte in feindliche Hände fällt. Wir werden die Feinde mit all unserer Macht bekämpfen. Und wir werden nicht ruhen, bis wir die Stadt Detroit zurückerobert und sie alle restlos zerstört haben. Der gesamten Menschheit steht jetzt ihr wichtigster Kampf bevor, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung. Gott schütze sie alle. Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Mann, das war mal ein scheiß Ende, ey.
Der ist ja noch nicht zu Ende, geht ja noch ein bisschen weiter. Aber dass sich da alle so gegenseitig bekriegen, vernichten, zerstören. Oh, schlimm, ey. Mann, Mann, Mann. Wenigstens hat Kara überlebt. Alles. Es wäre jetzt nur ein Wunder, wenn Alice überlebt hätte. Egal, also ich bin richtig sauer. Die ganze Entscheidung, die ich getroffen habe, die waren eigentlich im Endeffekt scheiße. Die haben zu keinem Frieden geführt. Aber ich denke mal, das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Wenn euch das Game gefallen hat, kauft es euch. Es lohnt sich echt. Ihr könnt alle anderen oder ihr könnt andere Entscheidungen treffen als ich auch. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Würde ich mich freuen. Und ich muss das Ganze jetzt erstmal sacken lassen. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und lasse das Outro jetzt erstmal ein bisschen auslaufen. Und sage schon mal ciao. Und tschüss.